Hallo, guten Morgen, liebe Yogis und liebe Yoga-Interessierten. Mein Name ist Sibylle. Ich unterrichte heute eine Stunde lang Sensing New Yoga. Das ist eine neue Yoga-Form, passt ganz gut. Für mich ist dieses ganze Format hier neu, für euch wird dieses Yoga sehr neu sein. Also es ist wichtig, da open-minded ranzugehen. Einige, die vielleicht bisher schon im Clays mit mir praktiziert haben, wissen schon so ein bisschen Bescheid, in welche Richtung es geht. Ich würde gern so ein paar Worte noch dazu sagen, wie der Name schon sagt. Es geht hier eher um ein Yoga der Wahrnehmung. Es geht nicht so sehr darum, sich gut zu fühlen, sondern hauptsächlich erstmal darum, sich überhaupt zu fühlen. Also Yoga der Wahrnehmung. Wir wollen hier nicht unbedingt finale Formen erfüllen, wie wir das sonst kennen aus dem Yoga. Deshalb benenne ich die Form nur sehr sparsam. Es geht eher um diesen Weg in die Haltungen und zu schauen, was passiert mir auf diesem Weg? Wie fühlt sich das an? Wir arbeiten dazu mit dem gesamten Spannungsnetzwerk des Körpers. Dazu habe ich ein kleines Modell mitgebracht, was immer ganz sinnvoll ist, damit man das ein bisschen versteht. Wir sehen den Körper in seinem Gesamtzusammenhang und wenn ihr seht, dieses Modell, was aus Knochen und Bändern und Sehnen und Fasziengewebe besteht, wenn man es mal überträgt und ich hier an einer Seite ziehe, dann passiert an der anderen Seite etwas. Ja? Das heißt, wenn ich an einer Seite eine Aktion habe, dann wird auf der anderen Seite oder das ganze Netzwerk ist davon dann eigentlich beeinflusst. Und so sehen wir unseren Körper auch im Sensing Yoga als ein und nicht als nur ein Arm, ein Bein, eine Seite, ein Rücken, ein Bauch und so weiter. Also versucht wirklich das Bewegungsangebot, was ich euch mache, zu nutzen, um euren Körper wahrzunehmen und zwar in einem Gesamtzusammenhang. Sensing Yoga, vielleicht denkt der eine oder der andere, das hört sich recht entspannt und gemütlich an. Dem muss nicht so sein. Auch hier bist du der Gestalter deiner eigenen Praxis und du hast es in der Hand, ist die Praxis für dich intensiv oder machst du sie sanft? Und es geht wirklich darum, reinzuspüren, was brauche ich heute? Wir alle bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit. Bei dem einen sieht die Haltung so aus, vielleicht schon, wie ich sie hier vielleicht vormache. Bei dem anderen, der steigt ein paar Steps vorher aus. Es ist ein Weg, auf den ich euch bringe, wie ihr die Übungen ausführen könnt. Und wie weit ihr geht, bestimmt ihr selber. Achtet immer darauf, dass ihr Grenzen wahrnehmt und auch touchiert, aber dass ihr sie nicht überschreitet. Also versucht dann so ein bisschen den Ehrgeiz zu zügeln. Gut, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Wir beginnen im Schneidersitz und hier ist es erstmal wichtig, den Sitz gut einzurichten. Die Fußrücken könnt ihr rotieren, ja, indem ihr die Füße greift und so rotiert, dass ihr von oben in die Fußsohlen reinschauen könnt. Dann zieht ihr das Gesäß ein bisschen nach hinten und außen raus, ja, sodass das Becken etwas kippt und das Steißbein tendenziell nach hinten oben will. Ja, man könnte hier so ein bisschen sogar auf die Schienbeine rollen, so als wenn man gleich aufstehen will. Das ist eher die Idee, die wir hier haben. Gut. Und dann nehmen wir uns aber erstmal einen Moment, um anzukommen. Beginnt einfach mal sanft die Beine auszustreichen, einfach den Kontakt schon mal aufzunehmen zum Körper. Ja, ganz für euch, so ein Moment, wo man schon mal beginnt einzutauchen. Gut. Und dann legt sehr sanft die Hände aneinander, spürt den Erstkontakt der Hände und legt deine Daumen an das Brustbein. Spür den Kontakt des Brustbeins und der Daumenkanten und schiebe dein Brustbein ein bisschen nach oben. Spür, wie dein Bauch lang wird und sich nach vorne wölbt. Heb das Kinn etwas an, schließ deine Augen und lass dein Gesicht weich werden. Spür einmal in deine Atmung rein, spür die Atembewegung unter deinen Händen und auch in den hinteren Rippen. Atme einmal bewusst in die hinteren Rippen, in das Brustbein gleichzeitig, sodass du mehr Raum in der Tiefe findest über die Atmung. Stell dir vor, du atmest aus der Mitte deines Brustkorbes in alle vier Seiten, sodass dein Brustkorb ein schwebendes Gefühl bekommt, sich vom Becken weghebt und dein Bauch länger wird.
Halte diese Atmung möglichst so, wie sie jetzt ist. Öffne deine Augen. Halte deinen Fokus, leg deine Daumenkanten auf deine Kopfkrone. Die Daumen zeigen nach hinten, die Finger, zieh die Ellenbogen etwas zueinander. Zieh nochmal dein Steißbein nach hinten oben und heb gleichzeitig die Ellenbogen an und schau Richtung Decke. Mach deinen Bauch super lang, spür, wie deine Vorderseite wirklich viel, viel Länge bekommt. Sehr schön. Und dann langsam verschränke deine Hände und schieb deine verschränkten Handflächen nach oben. Zieh deine Leisten zurück. Gut, jetzt schieb deine Hände nach vorne, runde deinen Rücken einmal aus, spür diese Gegenbewegung und dann zieh nochmal die Hände nach oben und mach deinen Bauch lang. Nochmal ausatmen, lang die Finger nach vorne schieben, Rücken wird rund, bleib einmal hier, atme nochmal voll in deine hinteren Rippen rein und spür, wie diese sich auswölben. Atme bis in die Lendenwirbelsäule, alles wird wirklich super rund und jetzt das Gegenteil, einmal hochschieben, Bauch kommt vor, du rollst mehr auf deine Schienbeine und schiebst lang nach oben. Halte diese Öffnung im Bauch und jetzt schieb deine Hände nach rechts, ja, ich spiegel das nicht, ja, heb die linken Rippen an und stell dir vor, du schiebst da etwas weg. Es ist wie ein morgendliches Recken, dein Gesäß kommt schon fast ein bisschen weg vom Boden und dann nochmal mit Länge zurück zur Mitte und zur anderen Seite. Gut, genieß diese Bewegung und denk nochmal an dieses Modell, spüre, was ich euch gezeigt habe, spüre nochmal in diese Dehnung, in die Länge rein, ja, gut, feder hier ein bisschen und dann komm wieder zurück zur Mitte. Löse deine Hände und kreise einmal deine Handgelenke und dann wechselst du die Richtung, gut. Lass deine rechte Hand zu Boden schweben, auf Fingerkuppen. Die Hand landet auf Fingerkuppen, ganz sensitiv. Nimm jede einzelne Fingerkuppe wahr und dann landet die ganze Hand. Aber so, dass noch ein Handgewölbe zu erkennen ist. Die Hand ist federnd eigentlich. Jetzt schiebst du die Hand in den Boden und hebst deine linken Rippen an. Gut. Leg mal deine linke Hand auf dein linkes Knie. Zieh das linke Knie zur Brust. Und dann drückst du das Knie runter und gleichzeitig schiebst du die rechte Hand in den Boden rein. Und du federst hier ein bisschen und willst hier nochmal deinen Sitz etwas öffnen, indem du in dein Fasziengewebe reinfederst. Bei dem einen sieht es vielleicht so aus und bei dem anderen vielleicht so. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Versuch aber an diese Endpunkte zu kommen und die rechte Hand drückt runter und die linken Rippen gehen hoch und das linke Bein runter. Spür mal diese Bezüge in diesem Gesamtzusammenhang. Gut, lass das Knie weit möglichst unten. Zieh nochmal deine Leisten zurück, streck deinen linken Arm lang nach rechts aus. Drück die rechte Hand und zieh die linke Hand rüber nach rechts. Pulsier das. Ja, durch dieses Pulsieren fächern wir die verklebten Strukturen unseres Gewebes auf und es wird wieder neues Kollagen gebildet, ja, was sehr gut ist natürlich. Dann greif mit deiner linken Hand deinen rechten Oberarm, vielleicht, wenn du rankommst, ja. Und das ist ein bisschen enger. Zieh deinen linken Ellenbogen mehr nach diagonal rechts auf. Schau nach unten rechts zu deiner Hand. Gut. Löse diesen Griff, stell die linke Hand neben der rechten auf, wander rechts etwas zurück und verschraube deinen Oberkörper nach rechts. Dein Becken zeigt jetzt nach vorne, dein Oberkörper nach rechts. Schau mal, wie kannst du jetzt deine Rippen noch bewegen hier, links, rechts. Ja, immer wieder dieses Feedback des Körpers sich einholen und reinspüren. Sind hier Verklebungen oder fühlt sich das ganz gut an? Wie ist die eine Seite, wie die andere? Wo kann ich hier in der Enge mehr Platz schaffen? Gut. Linker Arm wieder lang ausgestreckt nach rechts, dann greifst du nach oben in ein imaginäres Seil, legst deinen rechten Ellenbogen auf deinen rechten Oberschenkel und du drückst den Oberschenkel runter mit dem Ellenbogen und schaust nach oben und ziehst dich an einem imaginären Seil nach oben. Rechter Unterarm drückt, linker Arm zieht hoch. Spür mal, was in der linken Flanke passiert. Gut, dann löse deinen rechten Arm raus, beide Arme nach oben und hangel dich nochmal. Und jetzt kannst du vielleicht sehr gut merken, dass die linke Seite vielleicht schon ein bisschen offener ist als die rechte.
Sehr schön. Deine Hände schweben zu Boden hinter dir. Du löst einmal deine Füße raus. Kick mal so ein bisschen deine Füße, sodass sich das noch mal ein bisschen löst hier, dieser Druck durch den Schneidersitz. Ja, und dann wechselst du gerne mal die Verschränkung deiner Beine. Ups. Leg das andere Bein nach vorne. Und zieh noch mal deine Beine etwas weiter nach außen auf, um den Sitz zu öffnen. Ja. Roll noch mal mehr auf deine Schienbeine, Gesäß hebt sich etwas an. Zieh noch mal die Knie nach oben, nach unten, wieder drücken, genau, etwas öffnen das Ganze, gut. Und dann schweben deine Arme wieder nach oben an und deine linke Hand schwebt jetzt zu Boden. Gut, linke Hand auf Fingerkuppen, dann die ganze Hand. Gut, greif dir mal dein rechtes Bein und feder das rechte Bein jetzt zu Boden und schau, wie geht es hier. Knüpf den Bezug aus dem Druck deiner linken Hand und dem Heben der rechten Rippen. Ja, ich demonstriere das mal ein bisschen intensiver, dann siehst du, was ich meine. Das hier geht hoch und das Bein runter. Wie weit ist immer sehr unterschiedlich. Rechtes Bein, rechte Hand. Rechter Arm lang ausgestreckt, schieb wieder linke Hand, gut, heb die rechten Rippen an, ein hoher Bogen, gut, und du greifst mit der Hand deinen Oberarm. Heb deinen rechten Ellenbogen an, schieb die linke Hand und zieh das nochmal auf und schau, wo ist deine persönliche Grenze hier. Gut, spür rein, wo kannst du noch mehr Stretch erzeugen, gut. Löse deine rechte Hand, stell sie neben der linken ab. Vielleicht wandert die linke etwas zurück. Und es kann sein, dass diese Seite ganz anders ist als die davor. Auch das wahrnehmen, sensing the moment. Bewege deine Rippen, schau, was geht hier. Wo ist Platz? Wo ist Enge? Wo ist dein Atem? Gut. Und dann streckst du noch einmal deinen rechten Arm lang aus, legst deinen linken Arm auf deinen Oberschenkel und greifst in das imaginäre Seil, das von der Decke herabhängt. Schau nach unten links erstmal und drück den Unterarm runter und dann schau nach oben hoch zu deiner Hand und werde lang. Ellenbogen drückt runter, Hand zieht hoch und deine rechte Flanke kann sich super öffnen. Sehr schön. Wie weit geht das? Gut. Sehr gut. Und dann zieh den linken Arm raus und hangel dich nochmal. Gut. Von hier aus, rechte Hand einmal zu Boden schweben lassen, linkes Bein rausgefädelt, greif dir deinen Fuß und bieg mal deine Zehen so um, dass sie rund sind. Der Arm ist an der Innenseite. Ja? Und du kickst deinen rechten Fuß in deine Hand rein. Du bringst deinen Bauch lang nach vorne. Leg dich ein bisschen nach vorne. Du bist nur auf der rechten Gesäßhälfte. Spür mal dieses Spannungsnetzwerk. Ja, denk hier nochmal an dieses Modell, was ich gezeigt habe. Und du spürst, was kannst du hier öffnen. Sehr schön. Gut. Dann nimm das Bein mal nach vorne. Greif mit beiden Händen über den Fuß. Bieg den Fuß mal so ein bisschen um, wie so ein Taco-Sandwich. Gut, und jetzt schieb mal den Fuß nach vorne und bring deine Nase Richtung Knie. Und du spürst, dass die rechten Rippen etwas rausgehen und dein Rücken etwas rund wird. Atme nochmal in die hinteren Rippen, pulsier das, lass es ganz lebendig und organisch sein. Ja? Nie in einer Haltung einrasten, sondern immer in dieser sanften Bewegung bleiben. Gut, liquide Praxis. Gut, dann weiterhin den rechten Arm nochmal ausgestreckt, linkes Bein zur Seite raus, leg deinen rechten Arm leger auf deinem rechten Knie ab und dann stell dir vor, du rührst mit deinem Bein in einem großen Suppentopf rum, du ziehst es weit nach außen auf und über die Mittelachse zu dir ran. Hüftöffnung, ja? Dann greifst du dir mal mit deiner rechten Hand die Außenkante des Fußes und schiebst das Knie etwas weg und machst hier nochmal diese Kreise. Ja, mach das sehr sanft und spür mal, wie weit kommt dein linkes Bein parallel. Gut. Wer mag klassische Yoga-Haltung? Baby Cradle, als wenn dein Bein ein kleines Baby wäre. Du schaukelst das
Aber nimm mal wahr, wo setzt der Kopf ein, der sagt, ich will das jetzt unbedingt hier in meine Ellenbogenbeuge bekommen, aber dafür wird mein Rücken ganz krumm. Ja, wenn du das merkst, dann gehst du wieder eine Stufe zurück. Du willst gerade sitzen und hier mit dieser Hüftöffnung nur ein wenig spielen. Es ist sehr spielerisch, was wir hier machen. Sehr sanft. Trotzdem kraftvoll, wie ihr merkt. Gut. Bein wieder lang, wieder greifen mit einer Hand. Streck nochmal aus. Setz dich jetzt auf beide Gesäßhälften. Nimm das andere Bein raus. Ja. Leg das linke Bein jetzt, ist es das linke? Ja, vor dir ab. Komm auf deine linke Gesäßhälfte und nun kickst du hier in dein rechtes Bein rein. Und du spürst hier diesen Stretch, ohne dass du durchschlägst mit deinem Knie. Genau, schieb dein Gesäß weit nach hinten raus. Du willst den Bauch nach vorne lehnen. Gut, sehr schön. Und dann nochmal die andere Sache. Du nimmst das Bein nach vorne, greifst deinen Fuß, biegst ihn etwas um. Massier den Fuß wirklich hier rund, weil der Fußrücken ist oft sehr verspannt. Und jetzt kick nochmal das Bein in beide Hände und spür, wie die linken Rippen rausgehen. Und dann nimm dein Knie Richtung Nase, Nase Richtung Knie. Hier darf der Rücken mal schön rund werden. Es ist alles so ein bisschen asymmetrisch, ja, das ist gewollt. Keine geraden Linien mehr, gut. Okay, und dann komm wieder zurück, nimm das Bein raus und stell dir nochmal vor, dieser große Kreis durch eine sehr zähe, sticky Masse. Genau, Bauch schön lang lassen. Du bist nur auf einer Gesäßhälfte asymmetrisch, gut. Und dann nimmst du nochmal deine linke Hand an die Außenkante des Fußes, schiebst das rechte Bein etwas weg und kreist hier nochmal auf der Seite. Ja, schau mal, wie geht das? Vielleicht bemerkst du jetzt schon, aha, diese Seite ist vielleicht ganz anders. Du probierst vielleicht Baby Cradle, dein Bein einzuhaken. Ich persönlich merke, dass ich gerade rund werde, weil meine rechte Hüfte nicht so offen ist wie meine linke, deshalb entscheide ich mich, den Fuß lieber nicht in die Ellenbogenbeuge zu legen, sondern hier zu gucken, dass ich auf andere Art und Weise mehr meine Öffnung bekomme, ohne rund zu werden. Gut, schön, wir gehen weiter. Rechter Bein lang ausgestreckt, wieder zurück zur Mitte geführt, linken Fuß lösen, kick nochmal beide Beine in die Hände. Und dann leg deine Beine einmal in deinen bequemen Sitz ab, der Sitz, der automatisch kommt. Zieh die Knie noch mal etwas raus, links, rechts. Gut, und dann schließ für einen Moment die Augen. Das war ein bisschen die Vorarbeit. Und nimm einmal wahr, spür rein, sensing the body. Wie fühlt sich dein Sitz jetzt an im Vergleich zu davor? Den Atem noch einmal wahrnehmen. In alle vier Seiten geatmet. Ganz präsent im Augenblick. Öffne deine Augen, halte deinen Fokus, lass die Arme anschweben, V-förmig weit, streck sie weit nach vorne auf. Roll entweder über die Schienbeine und wenn es nicht geht, stellst du die Hände auf und nimmst deine Knie über die Seite. Rolf über die Knie und komm in deinen Vierfüßlerstand. Wer eine Decke hat, kann die jetzt beiseite legen. Gut. Im Vierfüßlerstand nutze deine Füße als Anker. Die geben dir Halt. Du siehst, du kannst die Füße etwas anschleifen. Hände sind gut matt, also circa mattenbreit, Füße auch fast, Knie etwas nach außen. Und schau mal, du hast diese schöne Kurve, die dir von der Natur gegeben ist, in deinem unteren Rücken und die hältst du auch. Und deine Rippen hinten, die drückst du durch den Druck der Hände etwas raus, hältst aber die Länge im Bauch und du kommst ein bisschen vor und zurück. Dein Kinn ist gehoben, ja, never look back. Gut, mit langem Bauch, egal ob du vor oder zurück kommst, sehr schön. Gut, von hier aus klapp mal deinen linken Fuß gegen dein rechtes Knie. Du spürst den Druck von innen, von ans Knie, genau. Der linke Fuß ist innen am Knie, innen. Und
dann, ja, du spürst den Kontakt vom Fuß und der Innenseite und dann geh mal weit zurück und spür mal, kannst du dich fast hier hinsetzen? Du wirst wahrscheinlich etwas asymmetrisch, die linken Rippen gehen raus und das rechte Ohr geht rechte Schulter. Ja, spür rein, wo ist der Weg? Ganz langsam vielleicht mal, so dass du nicht kollabierst in der Haltung. Du willst immer noch in deinem Spannungsnetzwerk bleiben. Ja, du willst nicht zusammenschnappen. Gut, dann wieder raus, Knie zurück, andere Seite. Mach nochmal den Bauch lang, Feder erstmal gerade, damit du die Länge hast im Bauch, das Gefühl hast für den Körper. Dann klappst du den rechten Fuß ein und das kann ganz anders aussehen als auf der anderen Seite. Feder weit zurück, Hände ankern vorne. Ja, die greifen in die Matte und ziehen so ein bisschen zu dir ran, während dein Brustbein vor will. Und du spürst vielleicht eine Dehnung in der rechten Gesäßhälfte. Ja. Dann kommst du wieder raus, sehr schön. Von hier aus stellst du einmal deine Zehen auf, Achtung, und jetzt ist es nicht wie der klassische herabschauende Hund. Wir haben hier einen gehobenen Vierfüßlerstand. Nimm mal deine Knie hoch, du willst lang nach vorne schauen und dann die Knie wieder ab. Ihr seht, es verändert sich nichts, es ist kein herabschauender Hund, das ist die Grundposition. Dreh die Ellenbogen etwas nach außen, atme in die Weite deiner Schultern. Und Feder mal vor und zurück. Du schaust schön nach vorne. Knie gehen nach außen, wie ein Tier im Sprung. Ja. Sehr kraftvoll. Gut. Dann beginn mal deine Hände, die bleiben auf der Matte, isometrisch. Nur die linke Hand schiebt weg von dir und die rechte zieht ran. Und dann die rechte. Ja, wie Katzen das manchmal machen, die ihre Pfötchen schieben. Links, rechts. Und du spürst vielleicht, wenn du dich an das kleine Modell erinnerst, was ich gezeigt habe, wie diese Bewegung sich einfädelt von den Händen in den Arm, in die Schulter, in den Kopf und in die Hüften. Ja, denk keine bestimmte Haltung, sondern erlebe die Haltung in diesem Bewegungsangebot. Es ist ja gar keine Haltung, erlebe die Bewegung eher so. Gut, komm wieder zurück zur Mitte. Dreh deinen linken Fuß mal etwas nach außen, sodass die Ferse innen steht. Fuß ist gut am Boden geankert und dein rechtes Knie, das will wahrscheinlich nach innen drehen. Dreh es nach außen, verlager vor, zurück mit langem Bauch. Über das Schieben des linken Fußes und das Strecken des linken Beines gibt es eine Dehnung in der linken Flanke. Rechtes Ohr rechts, du schaust nach unten rechts. Sehr schön. Versuch hier an den maximalen Dehnungspunkt zu kommen. Es ist wie ein Bogen, den du aufspannst. Gut, dann heb die rechte Ferse, dreh wieder zurück und dann dreh die rechte Ferse ein. So, Hände gut am Boden verankert. Du hast also vier Fixpunkte und dazwischen entsteht Bewegung. Ja, beide Knie sind gebeugt und das rechte geht in die Beugung und in die Streckung. Aber nicht ganz durchstrecken. Gut. Rechte Ferse heben, zurückgedreht. Feder vor und zurück. Ja, wer schon ein bisschen länger dabei ist, kann vielleicht mal ein paar kleine Sprünge machen. Oder wer es ausprobieren will, hopp. Frog hops. Gut, und dann die Knie am Boden ab, Fußrücken erden und du lässt deine Hände ranschleifen. Gut, kurze Pause zum Nachspüren. Die Augen kurz schließen. Spür nochmal dieses Pulsieren des Atems. Spür, dass alle Zellen pulsieren und spür auch einmal den Raum, den du hergestellt hast im Körper für die Atmung. Wenn der Atem kurz geworden ist, atme gerne über den Mund aus, um das noch einmal mehr zu beruhigen und wieder eine Entspannung in die Atmung zu bekommen. Gut. Bleib präsent und öffne deine Augen.
Wir gehen weiter, wir lassen die Arme anschweben, wie von Wasser gehoben. Wir greifen lang aus, aber jemand hält dich am Becken zurück, während du ausgreifst. Und die Finger schweben wieder zu Boden, zieh deine Fußrücken etwas und komm vor und dann erst kommen die Hände auf die Handfläche. Sehr schön. Gut, wir machen einen kleinen Twist von hier aus. Fädel mal deinen rechten Arm unter deinem linken Arm durch. Schön weit, bis dein Ellenbogen am Handgelenk liegt. Diagonal, bis der Ellenbogen Richtung Handgelenk kommt. Rechter Ellenbogen, linkes Handgelenk. Schau zur rechten Seite deiner Matte nach vorne, leg deine Schläfe ab. Spür deine linken Rippen, wie sie sich öffnen. Drück mal deinen rechten Unterarm und Handkante in den Boden und auch die linke Hand. Spür, wie die linken Rippen sich heben. Stell deine linken Zehen auf und heb dein linkes Knie an. Mehrere Stufen. Entweder du bleibst hier, Zehen aufgestellt, Knie ist oben und du bringst das Knie wieder runter und drückst gleichzeitig in die linke Hand, sodass die linken Rippen mehr öffnen. Das kannst du mehrfach wiederholen, pulsierend, oder du hebst deinen Fuß auch ab, du fleckst den linken Fuß, machst die Zehen rund wie eine Tiertatze, drück schön die Hände, denk an dein Netzwerk, Knie zieht Richtung Schulter und dann fährst du, Step 3, etwas Fahrrad. Alles Angebote auf deiner Reise, du kannst wählen, welches Angebot sich gut anfühlt. Es ist immer wichtig, im Spüren zu bleiben, wenn du nur noch mit deiner Balance zu tun hast und gar nichts mehr sonst spürst, dann geh nochmal zurück, dass du das Spannungsnetzwerk des Körpers erleben kannst. Gut. Linke Zehen wieder abgesetzt, nur die Zehen, Vorfuß. Knie ab. Dann ziehst du deinen rechten Arm raus und streckst ihn diagonal nach links. Dreh die linken Finger etwas raus, dein Daumen ist auf 12 Uhr. Sehr schön. Stell deine rechten Zehen auf, heb dein rechtes Knie an und dreh das rechte Knie und den linken Unterschenkel um ein paar Grad nach links, so dass es außerhalb der Matte ist, der Unterschenkel. Gut, greif in ein Seil, imaginär, diagonal rechts. Schieb die linke Hand, heb die rechten Rippen und zieh dich lang. Jemand hält dich am Becken fest und du ziehst lang auf. Gut. Von hier aus geht's weiter. Entweder bleibst du hier oder legt alle die rechte Hand an eurem Schlüsselbein an. Hier, wo die Haut des Schlüsselbeines ist. Stell dir vor, du bist ein Bogenschütze, der einen Pfeil in den Boden schießt. Drück die linke Hand und zieh den rechten Arm auf. Pulsier. Spür die Öffnung und eine leichte Drehung der linken Rippen. Wer weitergehen will, wickelt deinen rechten Arm um deinen linken Oberschenkel. Schau nach unten links, pulsier. Wer noch weitergehen will, stellt die linken Zehen auf, hebt die Knie an und pulsiert. Blick ist unten links. Knie ab. Arm raus. Ausgestreckt. Fußrücken erden. Hand ab. Beide Füße und Knie reingedreht. Und das Knie ab. Du federst wieder vor und zurück. Setz deine Zehen auf. Komm nochmal hoch in deinen gehobenen Vierfüßlerstand. Mach hier die Bewegungen, die dir angenehm sind. Du kennst jetzt schon ein paar. Schieben der Hände, links, rechts. Du kannst auch mal auf die Fingerkuppen kommen, als wenn du hier ausgreifen willst und loslaufen willst, wie ein Tier. Spür Leichtigkeit, spür die Gesamtzusammenhänge in deinem Netzwerk. Gut. Vielleicht auch nochmal einen Sprung. Weiches Landen. Alles nur Angebote. Jeder Körper macht es anders. Sieht bei jedem anders aus. Aber das ist sowieso egal, weil ihr werdet ja nicht gesehen in eurem Wohnzimmer. Knie ab. Fußrücken erden.
Wir kommen auf die andere Seite. Dazu drehe ich mich einmal, damit ihr das besser sehen könnt. Jetzt geht, ich hoffe, ich bin jetzt richtig, der linke Arm unter dem rechten durch. Genau. Ihr könnt es durchschieben und dann auch wieder ein Stück zurückziehen nochmal. Ja? Und der Ellenbogen ist ungefähr an dem Handgelenk. Schau nach links in die Ecke der Matte, sodass die Kehle sich öffnet. Nutz die rechte Hand, den Druck, um die linken Rippen etwas mehr rumzudrehen. Anker mit deinen Füßen nochmal. Stell die rechten Zehen auf. Rechtes Knie heben. 1. Knie ab und heben, das wäre Step 1. Step 2, linker Fußrücken zieht, rechtes Knie und Fuß heben. Und Step 3, durch eine zähe Masse Fahrrad fahren. Du schiebst was weg und ziehst es über die Ferse zurück. Ja, Bauch ist lang, schön. Sehr schön. Jetzt sehr achtsam. Spür die Berührung der Zehen am Boden, Fuß ab. Dann das Knie, sehr gut. Fußrücken erden, ziehen. Arm rausgezogen und diagonal nach rechts gestreckt. Rechte Finger etwas ausgedreht. Kreiere Länge. Ja, du kreierst deine eigene Praxis. Du findest deinen eigenen Ausdruck in jeder einzelnen Haltung. Sehr schön. Gut, von hier aus linke Zehen aufgestellt, linkes Knie angehoben und Füße diagonal nach rechts gedreht. Drück die rechte Hand, heb die linken Rippen, leg die linke Hand am Schlüsselbein an und zieh den Bogen auf. Schau nach unten rechts. Sehr schön. Pulsier. Hand entweder hier lassen oder um den Rücken rumgewickelt, Oberschenkel greifen. Und wer weitergehen will, stellt die rechten Zehen auf, hebt das Knie, beide Beine sind gebeugt. Du willst außerhalb deiner rechten Hand zu Boden schauen und die linken Rippen vorschieben. Sehr gut. Gut. Knie ab. Arm rausgezogen. Ausgestreckt nach vorne, diagonal links. Gut, von hier aus zurückgedreht, Hand ab, Knie ab und ein paar Mal federn. Spür mal rein, spür mal, kannst du vielleicht deinen Oberkörper etwas kreisen lassen, als ob eine Kugel in deinem Brustkorb läuft. Wechsel auch gern die Richtung, scan deinen Körper immer wieder ab und schau, wo fühle ich mich wohl, wo ist so ein Moment, wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr Dehnung brauche, wo ist vielleicht was verklebt. Gut. Ja, hier kommst du dir selbst sehr auf die Schliche. Gut, und dann von hier aus komm noch einmal in diesen Fersensitz, sehr achtsam, lass die Fingerkuppen anschleifen Richtung Oberschenkel. Gut. Arme diagonal V-förmig ausgestreckt. Fußrücken drücken in den Boden. Sie sind aktiv, die Fußrücken. Stell dir vor, du drückst was runter, richtest dich auf. Gut. Knie etwas nach außen zeigen lassen. Weite deine Sitzbeinhöcker V-förmig und die Arme wachsen V-förmig wie aus deinem Herzen raus. Gut. Leg mal deine Fingerkuppen an deine Ballen der Hände, ohne eine Faust zu machen, sondern eher als wenn du einen Zügel hältst. Sehr sanft, lange Finger. Gut, einmal die Arme nach rechts geführt. Seitneige rechts, heb die linken Rippen. Linkes Gesäß auf die linke Ferse und über die Rippen angehoben. Schön, ein großer harmonischer Bogen hier. Sehr schön und offen. Wieder zurück zur Mitte und zur anderen Seite. Sehr gut. Feder hier. Komm einatmen zurück. Zieh die Zehen. Das ist dein Anker hier für das Becken, was zurückgeht. Hände an den Kopf gelegt, seitlich Ellenbogen, Spitzen zueinander. Stell dir vor, du legst dich über einen großen Ball rum, Steißbein und Hinterkopf wollen zueinander. Sehr schön. Beide Ellenbogen aus dieser Rückbeuge, die bleibt, gehen nach rechts. Spür deine linken Rippen sich öffnen. Zieh die Ellenbogen zueinander, die Hände
nicht verschränkt, sondern an der Mittellinie die Fingerkuppen. Gut. Jetzt dreh deine rechte Ellenbogenspitze, beide Ellenbogenspitzen Richtung Decke. Spür, wie die Rippen drehen. Mach es weich und pulsieren. Du gehst immer wieder ein Stück raus und dann wieder ein bisschen in die Verschraubung rein. Taste dich daran. Gut. Einatmen, über die Seite zurück. Nochmal öffnen den Bauch lang. Zieh deine Leisten zurück, hier diesen Teil schön zurück. Leg den Kopf nach links. Ellenbogen parallel. Spür die Öffnung der rechten Rippen. Spür die Rückbeuge. Beide Ellenbogen wie Zeiger nach oben zur Decke, ohne dass die anderen Positionen aufgelöst werden. Drei Positionen in einer. Rückbeuge, Seitneige, Drehung. Pulsier. Ja, auch hier gestalte es dir so, wie es für dich angenehm ist. Und wieder zurück zur Mitte. Arme ausgestreckt. Rechte Zehen einmal aufgestellt. Rechtes Knie ausgedreht. Linke Zehen aufgestellt. Linkes Knie ausgedreht. Du bist in einer Hocke. Gerne mal die Arme auf den Knien abgelegt. Halte aber die Spannung. Ja, wenn du hier drückst, wird der Bauch lang. Gut. Beruhige den Atem zunächst etwas in der Aufrichtung. Gut, und jetzt beginn mal langsam das Steißbein Richtung Nabel zu ziehen, den Rücken rund werden zu lassen und die Fersen gehen langsam Richtung Boden. Ja, wir hatten gerade eine sehr intensive Rückbeugung mit Drehung und jetzt kommt hier eine Gegenhaltung. Zieh das Steißbein gerne Richtung Nabel, so wie wir es bisher nicht gemacht haben. Lass den Kopf los. Beweg den Kopf etwas links, rechts. Gut, schau nach vorne auf deine Matte. Drück deinen rechten Oberarm oder drück deinen linken Oberarm mal gegen dein linkes Bein und schieb das linke Bein zurück. Gut, wechsel das mal links, rechts. Schau mal, du kannst das wirklich hier auch selber gestalten. Mach es wirklich ganz easy. Es ist keine bestimmte Form zu erfüllen. Es geht um ein Bewegungsangebot, was du in deiner Interpretation jetzt nutzt. Spür rein. Gut. Sehr schön. Komm zurück zur Mitte. Von hier aus drück wieder beide Oberarme gegen deine Knie. Die Knie öffnen sich und jetzt kommst du wieder hoch. Das ist wieder die andere Haltung. Streck deine Arme lang aus. Schieb den Po weit zurück. Drück die Arme etwas runter und heb dich hoch. Gut. Und wir sind im Stehen. Gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut mit dem, was wir machen. Hebt die Arme hoch und lasst das mal ein bisschen intuitiver werden. Wie Seegras schwingen deine Arme nach links, nach rechts. Spür dieses Verankertsein am Boden und spür, wie dein Oberkörper, der jetzt schon sehr geöffnet ist, sich in dieser Art bewegen kann. Gut, vielleicht machst du sogar mal einen Kreis über deinem Kopf. Und du wechselst die Richtung. Gut. Dann nimm deine Hände aneinander. Leg deine Hände auf die Kopfkrone, zieh die Ellenbogen zueinander. Stell dir vor, deine Füße graben sich sanft in Sand. Ja, sodass deine Gewölbe sich anheben. Das Gewicht ist eher auf dem Vorfuß. Die Knie schieben nach vorne, oben außen und deine Leisten ziehen zurück und du öffnest hier nochmal wieder deinen Bauch. Sehr schön. Gut. Dann löst du das, Arme ausgestreckt. Drück deinen rechten Arm etwas runter, heb dein linkes Bein an und greif dein linkes Knie. Ich drehe mich mal ein bisschen, so seht ihr mich besser. Ihr greift das linke Knie, zieht es nach außen etwas auf. Flex den linken Fuß und mach die Zehen wie eine Tiertatze rund, sodass der Fuß nicht einfach nur da rumschlabbert, sondern dass ihr ein Gefühl für den Fuß habt. Sobald ihr den ansteuert, ist er im Netzwerk. Dann drückt deinen rechten Arm runter, diagonal, und zieh das Bein auf. Pulsier, spiel damit ein bisschen.
Denk an dieses Netzwerk, ja, das muss man ein bisschen üben, weil wir sind das gar nicht gewohnt, in diesem großen Ganzen, in diesem Bigger Picture den Körper zu sehen. Gut. Dann langsam wieder zurück zur Mitte des Beins. Gut, beide Arme mal ausgestreckt. Linkes Bein bleibt oben. Lass deinen Fuß in der Aktion und wieder diese sticky Honigmasse, durch die du ein Fahrradbein ziehst. Push, pull. Gut. Sehr schön. Jetzt greifst du dir dein linkes Fußgelenk mal. Ich gehe wieder ein bisschen mehr so. Drück den Fuß runter in die Hand. Zieh das Knie vor, aber den Po zurück. Ja? Knie will vor, Po zurück. Und dann neig dich langsam nach vorne, während dein Fuß in die Hand drückt. Aber heb das Gesäß an. Heb das Kinn an. Schieb das rechte Knie nach vorne und nach oben und pulsier. Ja. Und dann langsam wieder zurück. Noch einmal das Bein geöffnet, den Arm auch. Schöne Öffnung der ganzen Vorderseite. Und wieder zurück zur Mitte des Beins. Arme ausgestreckt. Fuß landet sehr sensitiv am Boden. Spür den Fuß, jeden Zeh, den Fußballen. Gut. Beide Füße am Boden. Gut. Von hier aus Arme schweben noch einmal an. Rechter Fuß wird leicht. Rechter Fuß will diagonal nach rechts außen. Ja, schieb den Po zurück, wie so ein Schlittschuhläufer ein bisschen. Dann greifst du dein rechtes Bein. Linke Hand greift in deinen Zügel. Ja, dass du auch deine Hand spürst. Je mehr Kontaktpunkte du hast mit deinem Körper, desto mehr spürst du das Netzwerk. Genau. Jetzt drückst du den Arm runter und das Bein ziehst du auf. Stell dir vor, du drückst auf eine Tischkante, die da steht. Dann kannst du dich nochmal aufspannen. Flex den rechten Fuß, rechte Zehen weich. So spürst du auch deinen Fuß. Gut. Ja, du willst alles sensen, spüren. Komm langsam zurück zur Mitte. Beide Arme mal ausgestreckt, Fahrrad. Ja, achte auf deinen Fuß. Wenn der nur einfach hier dranhängt, dann könnte es wackelig werden. Sobald du den Fuß mit einer kleinen Mini-Aktion versiehst, ist er integriert im gesamten Netzwerk. Ja, schön. Wenn du die Arme diagonal vorne ausgestreckt hast, ist es leichter, als wenn du sie hier hast, hast du eine bessere Balance in deiner Statik. Gut, Fuß einmal nach hinten, greif. Und du kannst auch hier wieder wählen, wie doll du reingehst. Das ist dein Ermessen, wie viel Spannung du reinbringst. Drück den Fuß in die Hand, verneige dich mehr vor, aber heb das Herz. Und dann pulsierst du hier. Ja, wenn zu anstrengend, kannst du auch wieder ein Stück zurückgehen, weniger Kraft reingeben. Gut. Es kommt nicht so drauf an, wie es aussieht, es kommt drauf an, wie es sich anfühlt. Gut, und dann langsam wieder Bein nach vorne, Arme ausstrecken. Sehr langsam, Slow Motion. Schweb dein Fuß zu Boden und berührt den Boden. Beide Füße wieder an der Matte, deine Arme sinken. Dreh deine Handflächen einmal nach vorne und schließe deine Augen. Und spür einmal nach. Spür den Körper. Spür dein Energielevel, deinen Atem. Gut, und dann lege deine Hände ans Herz wieder, sehr langsam auch. Spür sehr bewusst dieses Verbinden und dieses Anlegen der Daumenkanten. Und dann öffne deine Augen. Bleib weiterhin so zentriert. Atme nochmal in deine hinteren Rippen, in die Rückseite. Dein Kinn leicht angehoben, heb deine Mundwinkel leicht an, lass dein Gesicht entspannt, positiv. Löse deine Hände, lass die Arme V-förmig weit ansteigen, leg deine Hände wieder an die Daumenballen,
Tritt ein bisschen außerhalb der Matte deine Füße und stell deine Hände hufeisenförmig auf deinen Oberschenkeln ab. Lass dich hier nicht hängen, achte wieder auf die Länge des Bauches. Ja? Du willst das hier lang haben, das heißt, das zieht nach hinten weg, während das Herz anhebt. Und dann schieb mal im Wechsel deine Schultern links, rechts. Und spür auch hier mal rein, wie viel Dehnung kannst du auf dem Weg mitnehmen. Mach das super langsam. Und spür, was geht noch, wo drücke ich, wo ziehe ich, was macht vielleicht der Fuß auf der Seite. Ja, alles mit einbeziehen. Es geht um dieses Explorieren und um dieses Bigger Picture. Gut. Und dann von hier aus, löse deine rechte Hand, greif lang nach vorne aus, setz die Hand auf den Boden, Fingerkuppen, ganze Hand und die linke Hand daneben. So, jetzt bist du wahrscheinlich mit den Händen auf deiner Matte in einem relativ kleinen Abstand und die Füße außerhalb der Matte. Hier kannst du nochmal entweder auf die Matte zurückgehen oder nochmal einen kleinen Sprung machen. In deinen gehobenen Vierfüßlerstand. Dann bewegst du dich hier noch einmal ein bisschen genussvoll links, rechts. Schieb die Hände, sei kreativ. Ich gebe hier gleich noch mal ein paar Angebote rein für diese Haltung. Man kann hier sehr schöne Bewegungen machen. Wir drehen jetzt mal auf den Vorfüßen beide Knie nach rechts. Das heißt, dein Oberkörper macht was anderes als dein Unterkörper. Du kannst beide Hände, lass du noch mal zunächst schön am Boden, setz dich auf deine linke Ferse, dann schiebst du den Po weit nach links zurück, drückst in die linke Hand und hebst die rechten Rippen. Leg dein linkes Ohr an die linke Schulter, pulsiere. Gut, dreh deine linken Finger etwas nach außen. Denk noch mal an diesen Bogenschützen, leg deine linke, rechte Hand an dein Schlüsselbein hier. Drück die linke Hand runter in den Boden und zieh deinen Ellenbogen auf. Pulsiere, spür dieses Öffnen. Gut, wer weitergehen will, kann die rechte Hand an die linken Rippen nehmen. Dann drückst du die linke Hand runter und ziehst deine Rippen etwas auf. Gut. Wer schon länger mit mir übt, kann jetzt den linken Fuß als Standpunktfuß nehmen. Gut, zieh die linken Rippen auf. Und du kannst deine rechten Finger an dein Knie legen, gib dir einen Widerstand und du kannst rumdrehen. Touchdown vielleicht. Und zurück. Auch hier alles nur Angebote, keine vollendete Form, jeder geht seinen Weg, eigenverantwortlich. Schieb links, rechts. Gut, wir kommen auf die andere Seite. Knie nach links. Rechte Hand, linker Fuß in der Diagonale, tragen dein Gewicht. Die linken Rippen öffnen. Kraftvoll. Ein paar Mal so. Dann wird die linke Hand leicht, rechtes Ohr, rechte Schulter. Und du pendelst hier weiter, aber kraftvoll. Du kannst den Arm auch pendeln lassen, weit ausgreifen. Es gibt hier unendlich viele Möglichkeiten. Oder du kommst mit mir und legst die linke Hand an das Schlüsselbein, dreh die rechten Finger etwas nach rechts, Knie nach links und zieh auf. Blick nach unten rechts. Wer weitergehen will, greift die Rippen und dreht die Rippen. Es ist sehr verschraubt. Wer noch weitergehen will, Knie heben, Knie erstmal x-ig, dann Knie öffnen. Vielleicht die Finger als Support für den Turn. Egal, wo ihr wart, Fuß links ab, zurückgedreht. Ein bisschen austänzeln, easy. Weich, links, rechts, Hände heben.
Und einmal die Knie abgesetzt. So, ich hoffe, es geht euch soweit ganz gut mit dem, was wir hier machen. Es ist sehr neu wahrscheinlich für alle, aber wie gesagt, es kommt nicht darauf an, wie es aussieht, sondern wie es sich anfühlt. Wir kommen jetzt langsam in die Phase am Boden, wo wir ein bisschen ruhiger werden und die letzten Bewegungen machen, um nachher im Meditationssitz zu enden. Und wer mag, beendet dann mit seinem Shavasana für sich persönlich zum Ausruhen. Sehr wichtig, das Shavasana für die Integration, aber für eine Stunde, denke ich, ist es besser, wenn ihr das zu Hause dann für euch praktiziert. Gut, unser Cooldown, die Arme anheben, weit ausgreifen, die Finger schweben zu Boden, wandern etwas vor, Vierfüßlerstand. Ich muss kurz mein Mikro, glaube ich, hier ein bisschen verschieben. Bleibt im Vierfüßler, bewegt euch da gerne, so wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. So. Und dann einmal die Knie angehoben und nach rechts gedreht, Po abgesetzt, linker Arm gleitet lang aus, rechtes Knie liegt vor dem linken, der Blick ist an der linken Hand vorne. Schön. Lass dein linkes Ohr von deiner Schulter runterrollen. Vielleicht hebst du dein Becken nochmal und setzt es weiter zurück, dass der Bauch schön weit geöffnet ist. Stell deine rechten Fingerkuppen vor dir ab und schleife deinen rechten Arm um den linken rum, bis die rechte Schulter Richtung Boden kommt. Meist geht das rechte Knie hoch, macht nichts. Zirkel das nochmal zurück, bis die rechte Hand vor die Brust geht. Und dann nochmal, zirkel rum, langsam. Und schau mal, wann ist der Moment, wenn die Schulter runtergeht, wann ist der Moment, wo das Knie hochgeht? Gut, du hast den Moment, dann legst du deine linke Hand auf dein linkes Knie, rechtes Knie rauf. Du bringst deine rechte Schulter Richtung Boden mehr und dann schaukelst du ein bisschen dein rechtes Knie, sodass es mal den Boden touchiert. Vielleicht erstmal, wenn das sehr weit entfernt ist voneinander, die Schulter und das Knie, kannst du mal das Knie den Boden berühren lassen, mal die Schulter. Und du versuchst es, während du schaukelst, immer näher dem Boden anzunähern, dass beide Teile mehr am Boden sind. Gut. Dann kannst du auch mal dein Knie, deine Schulter fixieren, am Boden lassen und das Knie nur federn. Und vielleicht merkst du, es geht schon ein bisschen tiefer. Gut, und dann bleib hier einen Moment dann in der Stille an dem Punkt, der für dich der angenehmste, weichste und tiefste Dehnungspunkt ist. Schließe die Augen und atme nochmal ganz tief und vollständig ein in die Verschraubung und aus, sanft über den Mund. Lass los und schmelz noch ein wenig tiefer in diese Dehnung hinein. Taste diese Haltung noch einmal über deinen Atem ab. Spür rein, ob der Atem weich fließt. Veränder auch gerne Kleinigkeiten in der Haltung. Dein Körper weiß schon sehr genau, wie er sich in der Haltung arrangieren kann. Gut. Dann strecke einmal den rechten Arm Richtung Decke, den linken Arm auch. Hebe dein rechtes Bein an, roll auf deinen Rücken, heb das linke Bein an, beide Füße auf dem Boden abgestellt und beweg dich nochmal auf deine Matte zurück. Gut. Von hier aus heb das Becken an, versetze es, ich hoffe, ich bin es auf der richtigen Seite gleich, ein Stück nach rechts. Ein Stück nach links. Gut. Streck deinen rechten Arm aus. Lass deine Beine nach rechts gleiten. Das linke Bein vor dem rechten. Genau. Wir sind jetzt andersrum. Genau. Heb das Gesäß gern nochmal an. Es ist auch gut, dass ihr das jetzt nochmal von hinten seht.
seht, Gesäß angehoben, etwas zurückgesetzt, linkes Knie vorm rechten und dann lässt du deinen Kopf runterrollen vom Arm, die Kehle ist geöffnet, blank der Hals vorne, Fingerkuppen zirkeln in einem Kreis auf dem Boden rum, dein Blick folgt der Hand, dreht mit, bis die Schulter Richtung Boden kommt und das Knie sich wahrscheinlich hebt. Wiederhol das zweimal. Beobachte den Weg wieder. Ja, es geht nicht darum, tief unten anzukommen, sondern zu schauen, wo ist der Weg. Wo ist der Moment, wo die Verkürzung ist, wo das Knie hochkommt. Noch ein letztes Mal. Einmal rumgezirkelt. Dann bleib hier. Leg deine rechte Hand auf das Knie. Achte darauf, dass du hier schön noch deine Kurve hast. Und dann pulsier etwas. Mal ist das Knie am Boden, mal die Schulter. Gar nicht viel wollen, sondern mehr reinspüren. Was will mein Körper? Was ist er bereit zu geben? Und vielleicht kannst du das ein bisschen mehr annähern durch dieses absichtslose Federn. Gut, und wenn dein Körper so weit losgelassen hat in diesem Federn, dann bleibst du an deinem Dehnungspunkt und schließt die Augen. Und atmest nochmal ganz tief in diese Verschraubung gegen diesen sanften Widerstand der Rippen an. Und ausatmen lässt du innerlich los. Bleib noch ein paar Atemzüge und beobachte deinen Atem. Lass die Atempause etwas länger werden nach der Ausatmung. Entspanne in diese Pause hinein. Gut, und dann von hier aus streck den rechten Arm nach hinten aus, roll wieder auf deine rechte Körperseite und von hier aus schiebst du dich langsam nach oben und findest noch einmal in deinen Meditationssitz. Nimm dir alles, was du brauchst für den Meditationssitz. Wir bleiben in einer kurzen Meditation. Dann werde ich mich von euch verabschieden und ich kann euch nur empfehlen, hängt noch ein schönes Shavasana daran, um alles in eurem Körper nachwirken zu lassen, sodass alle Informationen auch aufgenommen werden können. Richte dich sorgfältig ein und lass dir alle Zeit der Welt, die du brauchst, dass du wirklich nochmal in dieses Spüren, in dieses Sensing kommst. Wie fühlt sich der Sitz an, den ich jetzt brauche? Mach deine letzten Bewegungen in dieser Absicht, mehr in deinen individuellen Sitz zu kommen, als etwas abzubilden, was du im Kopf hast. Wähle auch deine Handhaltung dir entsprechend, entweder auf den Knien oder vielleicht auch die aktive und die passive Hand im Schoß. Spüre nochmal diese Aufrichtung des Körpers, diese sanfte Grundspannung, das Geerdetsein über deinen Sitz, die Verbindung zum Boden, zu all dem, was dich trägt. Spüre die Leichtigkeit in deinem Oberkörper, in deinem Kopf. Richte deinen Blick hinter den geschlossenen Augen Richtung Stirnraum. Lass deine Schultern los, deine Kiefer sind weich, dein Gesicht entspannt. Die Mundwinkel etwas angehoben, weich. Dein Bauch ist weich und dein Atem fließt ganz von selber, ohne dein Zutun. Beobachte dich selber beim Atmen, wie dein Atem ein- und ausströmt. Vielleicht nimmst du diese kleine Pause am Ende der Ausatmung wahr und magst hier noch ein paar Sekunden verweilen, bevor die nächste Einatmung wieder ansteigt. Probier das aus.
halte diese Ruhe im Geist und ohne die Augen zu öffnen, lege deine Hände sanft aneinander in Anjali Mudra und die Daumen ans Brustbein. Spür noch einmal die Verbindung zu dir, zu deinem Körper und zu deinem Wesen, die du über das Praktizieren vielleicht schaffen konntest. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen bei euch. Vielen Dank, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen habt. Schaut auch gerne, ihr könnt mich googeln, Route to Rise Berlin. Auf YouTube habe ich einige Videos, wenn ihr Lust habt, dann besucht mich auch dort. Ein schönes Wochenende, Namaste.